Hallo und herzlich willkommen hier zurück beim Landwirtschaftssimulator 2019. So, jetzt gucken wir mal kurz durch hier. Oh. Da müssen wir abtanken. Das machen wir mal gleich. Ich muss nicht ins Feld fahren. So, wir haben ja in der letzten Folge dieses Feld 21 gekauft, auf der Hoffnung, dass wir ein bisschen mehr Ertrag dann in der nächsten Ernte haben. Haben unseren Kredit komplett ausgeschöpft. Naja, wird schon schief gehen. So, solange der abtankt, fahren wir mal da weiter. Stellen den eigentlich auch gleich mal hier in Position. Der tankt noch ab, das ist gut. Oh, der ist fertig. So. Das Rohr können wir wieder einfahren, das brauchen wir nicht mehr. Und weiter, junger Mann. So, okay. Wir fahren den Fiat hierher. Bis jetzt sieht es noch gut aus, dass wir kein Unkraut jäten müssen. Ja, ich würde schon gerne ein bisschen abwechslungsreicher das mit der Ernte machen. Aber wie gesagt, es ist jetzt wichtig, dass wir Geld verdienen. Und das kriegen wir im Moment, glaube ich, am schnellsten mit den Sojabohnen hin. Wir können ja mal nach der nächsten Sojabohnenernte doch mal versuchen, wie es aussieht mit Weizen. Aber schauen wir mal. Bei Weizen ist der Ertrag höher, aber dafür ist auch der Preis niedriger. Aber vielleicht rechnet sie es ja doch. So, jetzt fahren wir hier gleich mal hier rein. Können wir eigentlich mit dem Fiat Dings holen, den Flug. Ja, machen wir. Komm, wir holen mit dem Fiat den Flug, wir haben ja Zeit. Wir müssen jetzt eh warten, bis der abgeerntet hat. Wir holen uns da gleich mal einen Flug und da brauchen wir uns auch keinen Gedanken drüber machen, ob wir zu schnell fahren oder nicht. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir das richtige Timing hinbekommen. Oha, $2.645 Lohnzahlungen haben wir jetzt schon zu bezahlen.
Ich hätte gesagt, ich ziehe den von oben ab, aber der muss gucken, dass er fertig wird. So, gucken wir, dass wir da schön angehängt bekommen. So schön. Okay, dann auf geht's. Bin ja am Überlegen, soll man das machen? Solange der noch erntet, dann müssen wir aber das mit einem anderen Traktor machen. Der ist ein bisschen schneller unterwegs, dass der oben ein bisschen hilft beim Pflügen. Das können wir eigentlich machen. Das fahren wir. Und dann kann der nämlich, ich lasse den einfach mal hier mitten auf der Straße stehen. Dann kann nämlich der Fiat nämlich düngen, sobald die so weit sind, und der Valtara kann oben ein bisschen helfen mit Pflügen. So machen wir das, ja. Der ist ja noch ein bisschen beschäftigt. So, dann tust du pflügen. Bis der soweit ist. Na, so wird das nix. So, okay. Dann auf geht's. Weiß ich, gibt's da einen Weg nach oben? Naja, das fahren wir mal so rum. Fahren hier hoch. Nimm mal Abkürzung. Muss es ein bisschen Gas geben. So, dann biegen wir hier gleich ab. Fallen hier direkt. Ja, ist eh kaputt, das Zeug. Jetzt alles verdorrt. Es fällt 14, wo wir uns überlegt haben. Kommt kein Zug und rüber. Oh, Alter. Okay, das war noch mal eine Stunt-Einlage hier, ne? So, dann kann der hier in Anfang auch mit Flügen von der anderen Seite. Leg los. Wie auch immer. Naja, lass man arbeiten. Ja. Den müssen wir bald reparieren, ja. Ja, lass mal noch fahren. So. Und du gehst da mal ran. Düngen.
muss ich mir mal das angucken hier mit den Feldern. Okay, Kalk. Da braucht kein Kalk. Das Feld 25 werden wir bei Gelegenheit nochmal durchpflügen. So, das loslegen. Wenn wir das Feld nämlich jetzt zuerst düngen, bevor wir pflügen, kann der den Dünger schön da einmassieren. So. Ich glaube, ich kann den Valtara gleich wieder runterholen hier. Oder wir mieten uns noch einen. Ja, komm, wir mieten uns noch einen Flug. Dann machen wir das jetzt hier halt mit dem Pferd und die zwei können da oben pflügen. Dann wird das Feld schneller fertig. So, der ist fertig. Da gucken wir mal, dass wir gut dran vorbeikommen. Ja, passt. Sehr schön. Okay, dann holen wir uns jetzt noch einen Flug. Das machen wir gleich. So. Die stellen wir mal dahin. Das machen wir auch gleich. Den Anhänger holen wir uns dann später wieder vom Händler ab. So. Reicht das? Lass mich mal kurz die Preise angucken. Oh ja, 1000, das geht immer noch hoch. 1821, das ist ein sehr guter Preis. Wenn wir natürlich dann gleich verchecken, das Zeug. Fährst mal runter vom Feld und bleibst mal da stehen. Die sind am Arbeiten, okay. Das 6000 Liter haben wir hier runtergeholt. Okay, das verchecken wir gleich. Den Hänger lassen wir beim Händler stehen.
und holen uns gleich den Flug. Den Valtara lassen wir oben zusammen mit dem grünen Fendt rackern. Den grünen Fendt, den müssen wir wahrscheinlich dann auch reparieren. Hoppla. Ich sollte auch gucken, wo ich hinfahre, ne? So. Und ausladen. Nun ja. Ist schon 10.000 haben wir gekriegt. Damit können wir leben erstmal. So, jetzt fahren wir zum Händler. Und holen uns den Flug und fangen schon mal an zu pflügen. Na ja, holen wir schön aus, dass wir rumkommen. So, den Hänger lassen wir hier direkt stehen. So. Dann auf geht's. Ja, als nächstes den Drescher zurückbringen und den Fendt reparieren. Das steht noch auf der Agenda. So. Dein Kollege, leg mal los. Du hast die Arbeit nicht erfolgreich beendet. Du hast nicht mal angefangen damit. So, den bringen wir jetzt zurück. So, das ist eine interessante Ansicht hier. Ne? Wenn wir ein bisschen runterlassen, dann können wir ein paar Bewohner abschlachten, wenn sie unterwegs sind. Oder? Nö.
ja eh nichts los hier. Tote Hose. Oh, das sieht so aus, als ob wir wieder in der Nacht arbeiten müssen. Wir haben schon 16:45 in Gamezeit. Wird das Licht brennen? Na, dann müssen wir so rumfahren. So, okay, das mit dem Fan schaffen wir jetzt diese Folge nicht mehr. Wir geben den hier zurück. Und dann würde ich sagen, reicht das für heute. Ich bedanke mich mal bei euch fürs Zuschauen. Die hier sind kräftig am Arbeiten. Ich hoffe mal, dass sie dann mal vorankommen. Gucken wir doch mal. 51%. Okay, ja, es geht jetzt voran. So, der ist am Arbeiten. Der ist auch am Arbeiten. Sehr gut. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.